Jackson so sehr auf die Geburtstagsparty im Kreise seiner Familie gefreut. Jetzt sagt ein Sprössling nach dem anderen ab. Einzig Jermaine hält dem Vater die Treue. Michael will am Abend telefonisch gratulieren. Kleines Trostpflaster. Heute Mittag gab's Glückwünsche von Berlins regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit. Die Familie Jackson werde den Geburtstag von Papa Joe feiern in einem Berliner Hotel und 1000 Fans dürften dabei sein. Naja, von den insgesamt 9 Kindern und 28 Enkeln des Joe Jackson hatten sich dann immerhin 2 angekündigt. Michael gehört nicht dazu, aber dafür spricht ja Papa für ihn. Meine Kollegin Nadja zeigt Ihnen wie. Angekündigt war Joes 76. Geburtstag als Fest des ganzen Jackson-Clans. Erschienen waren nur Sohn Jermaine und Enkel Tash. Michael Jackson, Janet und LaToya hatten wohl Besseres vor. Immerhin gab es Musik und auch eine Torte. Trotzdem schien der Jubilar etwas motzig. An der Torte ist ja nicht viel dran. Ja, die ganze Fete ließ zu wünschen übrig, mit nur etwa 300 Gästen statt 1000 im unpersönlichen Berliner Estrell Hotel und sogenannten Promis, die man erst fragen musste, wer sie sind. Du bist Michaels Cousin? Ach, Neffe. Irgendwie peinlich, aber dann kam wenigstens noch Jermaine Jackson. An Michaels Stelle überbrachte er einen Gruß an das Geburtstagskind. Danke für die ganzen Jahre harte Arbeit und dass du uns berühmt gemacht hast. Papa Joe hatte das Fest in Berlin zum Dank an Michaels treue deutsche Fans veranstaltet. Zu dumm nur, dass der King of Pop auf Papas Geburtstag gar keine Lust hatte. Eigentlich verstehe ich es nicht, weil sein Vater ist ja auch schon ein bisschen reifer und da sollte man eigentlich jedes Jahr nutzen. Ja, eigentlich müsste er, ist er der Danksagungsparty sozusagen und Michael Jackson ist gar nicht da, der eigentlich Danke sagen müsste seinen Fans. Ach ja, richtig, die Fans, die durften 20 € bezahlen und dann den Promis hinter der Absperrung beim Essen und Champagner trinken zugucken. Irgendwie hatte man sich einen Jackson-Geburtstag lustiger vorgestellt, so à la Hollywood und Las Vegas. Stattdessen gab es Jermaines aufgewärmte Hits aus den 80ern und eine besonders bizarre Überraschung, einen Michael-Jackson-Imitator. Auch für Papa Joe wohl eher eine Begegnung der dritten Art. Das ist eher so eine Nummer unter der Gürtellinie und das fand ich nicht so prickelnd. Nein, prickelnd war das alles nicht. Fürs Amüsement mussten die Gäste selbst sorgen. Und Papa Joe dachte sich sicher, den nächsten Geburtstag feiere ich wieder zu Hause bei Mama Jackson.